Hallo, mein Name ist Safi von testhelden.com und ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute geht es um das schriftliche Auswahlverfahren und ich möchte euch einfach ein bisschen spezifischer und detaillierter erzählen, wie mein schriftliches Auswahlverfahren lief. Essen und Trinken sind am Tisch ja natürlich erlaubt, bei 4 Stunden Prüfungszeit. Es gibt keine Prüfungsabschnitte, dass man immer wieder irgendwie mal eine Pause hat von 10 Minuten, wo dann irgendwie ein Testabschnitt eingesammelt wird. Es ist natürlich erlaubt, dass man zur Toilette gehen darf, aber es gibt keine offiziellen großen Pausen, wo man sich dann untereinander absprechen kann oder dann in Ruhe essen kann. Deswegen Essen und Trinken mit an den Tisch nehmen. Genau, und zum Thema Papier oder sowas, ob man Notizen und sein eigenes Papier mitbringen darf, bringt euer eigenes Papier mit. Vielleicht wollt ihr euch im Nachhinein nochmal schnell irgendwie ein paar Aufgaben aufschreiben, weil ihr die in Zukunft sonst vergessen werdet, aber das offizielle Schmierpapier wird vom Zoll ausgegeben, das wird auch dann mit eingesammelt, also Notizen werden mit eingesammelt, zählen aber dann nicht mit in die Prüfung. Das ist dann Konzeptpapier und das wird gar nicht erst angeschaut, beziehungsweise vielleicht wird es mit angeschaut, aber es wird auf jeden Fall nicht mit in die Bewertung genommen. Es ist nun mal so, dass im Zoll verschiedenste Kategorien abgefragt werden, vom Allgemeinwissen über spezifischeres Wissen, Zollwissen natürlich. Mathematische Fähigkeiten, Deutsch als großes Themenkomplex, und natürlich auch ein bisschen juristische Gesetzestexte und Textverständnis, bei dem man jetzt aber kein spezifisches Wissen haben muss, sondern dort wird einem der Text vorgegeben und man soll sich quasi mit dem Textverständnis belesen und dort dann Fragen beantworten. Kommen wir aber vielleicht erstmal zum Deutschen. Themenkomplex oder zum Themenkomplex deutsche Sprache. Es ging um Rechtschreibfehler, die man korrigieren sollte, beziehungsweise dann ein Häkchen hintersetzt, wenn das Wort richtig war. War das Wort dann falsch, dann musste man halt wirklich dann das Wort so schreiben, wie man es für richtig hält. Es wurden Analogien gefragt, also auch gegenteilige Wörter zu dem Wort, was da steht. Es gab verschiedene Wörter mit Zusammenhängen, sowas wie Feuer, Wasser, Erde, Ofen, so, und welches Wort passt nicht in den Kontext hinein? Genau, und das waren dann so ein bisschen die Fragen, die da dran kamen. Das ändert sich jedes Mal, aber mit unserem Testprogramm von testhelden.com seid ihr auf alle Aufgaben vorbereitet, die drankommen können, und da seid ihr auf jeden Fall für alles gefasst und könnt dann auch alles sicherlich beherrschen. Für mich war das kein großes Problem. Der zweite Abschnitt, also es ging wirklich auch genauso von den Seiten her, erst Deutsch, dann ging es in den Themenkomplex Textverständnis. Dort hatten wir dann einen 3- bis 4-seitigen Text zum Thema Baumwollplantagen in Indien und Pestizide, die man nutzen kann, um dort dann quasi mehr Ernte zu bekommen, und was die Bauern zu den Pestiziden sagen, was da Gesundheitswissenschaftler zu sagen, ob das denn gesundheitsschädlich wäre, wie da die Forschungen sind und was es da alles für Käfer gibt, die denn diese Baumwollpflanze befallen. Also das ist jetzt nur mal ein Beispiel. Das wird natürlich nicht genauso nochmal drankommen, sondern man wird viel eher ähnliche Texte haben, wo es dann sehr, sehr wahrscheinlich nicht dazu kommen wird, dass ihr diesen Text schon mal vor euch hattet. Also das sind ganz spezifische Fachtexte, die ihr aber dann trotzdem da liegen habt, und nach diesen 3 bis 4 Seiten Text kommen dann halt Fragen zu dem Text. Und das ist natürlich auch ein super einfacher Themenkomplex, weil man hat natürlich die Antworten einfach 2 bis 3 Seiten vorher stehen. Natürlich, man sollte schon sich tief und konzentriert in diesen Text einlesen, aber man kann immer wieder zurückblättern. Es ist jetzt kein Online-Test, wo man auf Weiter klickt und dann den Text quasi im Kopf haben musste, sich das alles einprägen musste. Es ist halt wirklich ein schriftlicher Test in Papierform, wo man eine Seite zurückgehen kann und sagt, weil vor allem auch die Fragen in dem Multiple Choice von dem Text sehr, sehr knifflig in Anführungszeichen sind. Also da gibt es zum Teil gleiche Wortstämme oder Satzstämme, und dann hat man da quasi nur das Wort ausgetauscht oder ein Fachwort ausgetauscht. Deswegen muss man da immer wieder tief hinterfragen, ob denn dieser Satz wirklich so ist. Aber ich würde immer noch mal hinten gucken, oder man kann auch, ein guter Tipp von meiner Seite, erstmal sich die Fragen anschauen. Und dann weiß man ja, was abgefragt wird. Und wenn dann nach diesem spezifischen Fachwort oder nach diesem spezifischen Hintergrund gefragt wird, dann weiß man ja, an welcher Textstelle man das hatte. Man kann das auch markieren, das ist nicht verboten. Und weiter ging es dann mit dem Thema Mathematik.
Das war wirklich sehr, sehr einfach. Man hatte nur 3 oder 4 Matheaufgaben. 2 waren zur Zinsrechnung, einer zum Dreisatz und dann gab es noch Matrizen, also diese Kästchen, wo man dann quasi die Zahlen vervollständigen muss. Das war wirklich relativ einfach zu bewältigen. Also man sollte sich auch bei Mathematik jetzt nicht die größten Sorgen machen, dass man das nicht schafft oder dass das jetzt hochkomplexe Mathematik wird, irgendwie, dass man da Abiturmathe für benötigt. All die Aufgaben werden auch in dem Testprogramm von testzellen.com befragt und beigebracht und von daher sollte man sich da wirklich keinen Riesenkopf machen, vor allem weil diese 3 Aufgaben in unter 10 Minuten zu bewältigen waren. Dann hat man jetzt keine 2-stündige Matheaufgabe vor sich oder 25 Aufgaben im Bereich Mathematik oder man schreibt keine Matheklausur. Das ist wirklich ein kleiner Teil, der abgefragt wird. Es ist aber auch immer mal unterschiedlich. Mal ist es die Zinsrechnung, mal ist es wieder nicht die Zinsrechnung. Das ist wirklich jahresabhängig. Mal kommt 2 Jahre Zinsrechnung hintereinander dran. Man sollte sich schon auf alles vorbereiten, aber es ist nicht komplex. Es ist nicht, auf jeden Fall nicht schaffbar. Genau, und dann hatten wir noch einen Teil. Texte, diesmal ging es um Gesetzestexte, ebenfalls mit Multiple-Choice-Aufgaben, die man beantworten sollte. Man hat quasi einen Gesetzesauszug, dann darunter einen Fall. Diesmal war es nicht so, dass man quasi aus dem Gesetzestext was ankreuzen oder raussuchen soll, sondern es war immer ein spezifischer Fall darunter. Beispielsweise irgendwie Jugendschutz oder man hat die Sorgfaltspflicht auf den älteren Bruder übertragen, der möchte dann mit einem 11-Jährigen in einen Kinofilm für 12-Jährige, um 20 Uhr ist das erlaubt. Und dann hat man da das Jugendschutzgesetz als Auszug. Da steht dann drin, ob man ab 20 Uhr ins Kino darf, ob der 11-Jährige in Begleitung der Eltern sein muss oder ob die Eltern auch eine Vollmacht ausstellen dürfen an den älteren Bruder oder nicht. Da waren 2 oder 3 Fälle, die man nochmal quasi durchgehen musste, sich den Gesetzestext genau durchlesen musste und ja. Auch sehr, sehr einfach. Also, ich möchte das auch nicht alles runterreden. Es ist natürlich für jeden mal ein bisschen komplexer, für die anderen wiederum ein bisschen einfacher. Aber es ist durch Lernen auf jeden Fall schaffbar und es ist jetzt kein Hexenwerk, was gefordert wird, dass man quasi mit neuesten Aufgaben konfrontiert wird, die man noch nie hatte. Es ist auch außerdem vor allem kein Abi-Endniveau oder sowas. Das ist alles Lernen durch Lernen schaffbar. Nach dem Mathe- und Recht-Texte-Teil kamen wir dann noch zu der größten Aufgabe. Das war diese sogenannte Arbeitsprobe. Da hatte man dann quasi dadurch auch ein bisschen mehr Zeit beim gehobenen Dienst, indem man quasi eine Art Datensammlung hatte. Also beispielsweise einen großen Fall, ich kann ja meinen mal erzählen. Es gibt einen Fahrradmonat in der Ortschaft oder in dem Landkreis und der Zoll möchte da als Kooperationspartner oder Unterstützer mit dran teilnehmen. Deswegen sagt die Zollleitung oder die Leiterin des Hauptzollamtes an und kündigt mit einem Brief an, dass dieser Fahrradmonat stattfindet und dass darum gebeten wird, dass so viele wie möglich an diesem Fahrradmonat teilnehmen. Die Belegschaft, also die Kollegen des Zolls, sind auch allesamt sehr positiv bestimmt und möchten da auch mitmachen. Nun kommt es aber auch dazu, dass dann einerseits vom Betriebsarzt interveniert wird und das gecheckt werden muss, dass ältere Kollegen das auch wirklich schaffen, weil die aus 50 Kilometern Entfernung kommen. Dann gibt es Kollegen aus der Schwerbehindertenvertretung, die sich einschalten und da Unterstützung haben wollen. Dann gab es den Personalrat, der sich um gekümmert hat, dass genügend Fahrradstellplätze da sind. Dann wird aber über der Haushaltsdebatte noch einen Brief geschrieben vom Haushaltsplaner quasi, der da zuständig ist, wie viel Gelder pro Jahr oder pro Monat dann aufgeteilt werden können vom Zoll, wie viel Geld das Hauptzollamt wirklich hat für Investitionen wie Fahrradständer, wie E-Bike, Aufladestationen, wie Umkleiden für Mitarbeiter, weil die dann alle verschwitzt irgendwie ankommen oder losfahren oder Duschen, Sanitärräume, die sind dann alle im Keller und dann wird dann empfohlen von der Schwerbehindertenvertretung, dass man doch eine Rampe bauen sollte oder auf jeden Fall noch einen Sanitärraum einrichtet, irgendwie oberhalb, damit der schwerbehinderte Rollstuhlfahrer auch noch damit hinfahren darf oder kann.
dass das auch nicht nur Vorteile hat für normale Mitarbeiter, sondern auch aus anderen Vertretungen. Dann meldet sich die Frauenvertretung und die möchte dann halt auch wiederum, dass daran gedacht wird, dass die Frauenräume genauso groß sind wie die Herrenumkleiden oder Duschen. Und dass da jetzt nicht quasi benachteiligt wird. Und man muss dann selbst quasi eine Art Kompromiss finden, indem die Hauptzollamtsleitung sagt, ja, sie kümmern sich jetzt darum, mir quasi gesammelt einen Bericht zu geben, was jetzt alles hier reingekommen ist, weil ich im Urlaub war. Sie waren quasi meine Vertretung. Sie müssen dafür sorgen, dass ich an alle Informationen komme. Und am besten geben Sie auch gleich noch eine Empfehlung ab. Das war dann Teil 2 der Aufgabe, indem man dann sagt, wie soll denn agiert werden, wenn man nur so viel Geld hat? Was macht man? Baut man einen kompletten Fahrradstellplatz aus? Baut man da Duschen hin? Kümmert man sich um die Schwerbehindertenvertretung? Und so weiter. Und da ist es mein Tipp natürlich, wirklich zusammenzufassen, wirklich die wichtigsten Infos, dass man halt nicht einfach irgendeinen Müll oder wirklich jeden Satz übernimmt. Man muss auch gucken, dass man das so umformuliert, dass das nicht eins zu eins übernommen oder abgeschrieben ist. Außerdem ist es natürlich auch wichtig, dass man natürlich nicht nur die Männer dann bevorzugt oder nur die Frauen bevorzugt oder irgendwie auf eine Sache dann das ganze Geld legt. Also zum Beispiel dann auf die Fahrradständer, die überdachten oder auf 50 E-Bike-Aufladestationen. Wenn man aber nur 60 Mitarbeiter hat, die da mitfahren an dem Fahrradmonat, ist auch wahrscheinlich von den 60 Mitarbeitern vielleicht höchstens 10 Leute ein E-Bike haben als Fahrrad, dann brauchen wir auch keine 50 E-Bike-Stationen und kann dann das Geld wiederum so aufteilen, dass man den Sanitärraum ein bisschen einrichtet oder verbessert, natürlich auch nicht jetzt mit allem Schnickschnack oder mit jeder technischen Erneuerung, aber so, dass man halt quasi Kompromisse findet, um beides teilweise auszubauen oder zu verbessern, und darf natürlich aber auch nicht die Rechte der Schwerbehinderten oder der Frauen vergessen, dass die da nicht benachteiligt werden. So, das ist ein Riesenteil der Aufgabe. Da ist man also wirklich, die anderen Aufgaben würde man gesammelt in einem Viertel der Zeit schaffen. Drei Viertel der Zeit wären wirklich für die Arbeitsprobe notwendig, meiner Meinung nach. Ich habe auch eine Vorschrift geschrieben. Das wird unterschiedlich gehandhabt. Manche fangen direkt an, aber man muss aufpassen, denn das Schriftbild zählt auch mit. Und wenn man dann schief oder oft durchstreicht und das Schriftbild immer hässlicher wird durch seine Fehler, die man macht, können bis zu 10% der Punkte abgezogen werden. Und das ist natürlich bitter, wenn man das macht. Deswegen habe ich mir die Zeit genommen, wirklich auch eine Art Vorschrift zu schreiben, wobei mir das auch zum Verhängnis wurde, weil es zeitlich total unmöglich ist, eine komplette Vorschrift vor der Reinschrift zu setzen. Aber jeder macht da handhabt oder macht das anders, auch vor allem in dem Prüfungsstress oder der Situation selbst. Von daher meine Empfehlung, schaut, wie ihr zeitlich dran seid und versucht ein bisschen was als Gerüst aufzubauen für eine Vorschrift. Vielleicht jetzt keine komplette Vorschrift, aber das ist meine Empfehlung. Letztendlich, komischerweise, obwohl die Arbeitsprobe quasi eigentlich der riesengrößte Teil der Aufgabe war und vor allem auch eigentlich meiner Meinung nach gefühlt das Ende war, muss man, vielleicht ist das auch ein Trick des Zolls, dass man auch wirklich bis zum Ende blättert, obwohl man denkt, jetzt hat man quasi die Arbeitsprobe hinter sich und alles ist durch. Nein, zum Schluss kam noch eine Art Allgemeinwissenstest mit Fragen zur Biologie, zur Chemie, zur Politik, zur Geografie, zur Geschichte. Zollspezifika, also vielleicht wie der Zoll aufgebaut ist, genauso aber auch ganz, ganz, ganz komische Fragen wie heißt eine Band aus den 90ern? Modern Calling, Modern Falling, Modern Talking oder Modern, was weiß ich, das vierte weiß ich nicht mal mehr. Aber da war eine Frage, wo es um spezifisches Allgemeinwissen geht, was man vielleicht total jeder kennt und man ganz einfach einen Punkt geschenkt bekommt. Oder auch jemand, der sich gar nicht mit diesem Thema befasst, Musik und Vergangenheit und alte Bands, hat eigentlich ja nichts mit dem Zoll zu tun. Aber da wird auch einfach mal das wirklich Allgemeinwissen, wie es auch vom Wort her heißt, alles abgefragt. Von A bis Z. Es ist wirklich so, dass da jetzt nicht 80% Spezifika vom Zoll drankommen und dann kommt noch eine Frage zur Biologie oder sowas. Da sind wirklich von 20 Fragen, jede zweite ist verschieden. Vielleicht die größeren Themenkomplexe Zoll, Politik, Geografie und auch Biologie hatten jeweils zwei Fragen. Diese spezifische Bandfrage war dann so eine Einzelfrage. Da kamen jetzt nicht zwei Bandfragen dran oder zwei musische Fragen. Aber die Zoll- und Politikfragen waren dann halt doch ein oder andere mehr als andere Fragen. Aber
auch am Ende schaffbar. Man darf es bloß nicht am Ende vergessen oder irgendwie denken, man hat jetzt so einen langen Text geschrieben oder die Zeit ist dann auch vor allem vorbei. Man könnte natürlich gucken, dass man dann, wenn das wirklich immer noch auf der letzten Seite ist und jährlich auf der allerletzten Seite der Allgemeinwissenstest ist, dass man den dann auch noch vor der Arbeitsprobe zu Ende macht, damit man alle großen Themenkomplexe durch hat, Allgemeinwissen, Deutsch, Mathematik, Textverständnis und rechtliches Textverständnis. Und wenn das dann quasi durch ist, dass man sich dann an die Arbeitsprobe setzt, das ist meine Empfehlung. Das habe ich auch so gemacht. Die Arbeitsprobe würde ich wirklich ganz ans Ende hängen. Genau. Das sind jetzt so ein bisschen meine Erfahrungen aus dem schriftlichen Bereichs oder dem schriftlichen Auswahlverfahren des Zolls aus dem Jahr 2020-21. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen ja, reinhelfen, euch ein bisschen erklären und vorbereiten darauf, wie es wahrscheinlich auch bei euch laufen wird. Und ich hoffe, dass ihr euch engagiert dransetzt, dass ihr euch belest, dass ihr das nicht zu auf die leichte Schulter nimmt, auch wenn ich oder obwohl ich sage, dass es ja relativ schaffbar ist und leicht ist, aber man sollte sich trotzdem ransetzen. Und ich hoffe, das tut ihr auch mit unserem Testprogramm von testhelden.com. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Lernen. Wir sehen uns beim nächsten Video, wo es dann ums mündliche Auswahlverfahren geht. Ganz viel Spaß beim Lernen. Bis bald und ciao.